Hallo Leute, Crybex hier, was geht euch, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu StumbleGuys und heute gibt es mal Hide and Seek in StumbleGuys gegen Stani, was geht ab, Bro? Was geht ab? Oh, Stani, du hast mich ja richtig lieb, ey, dafür gibt's eine Grätsche, okay. Leute, es geht auf jeden Fall heute um 100.000 Stumble-Token, okay, gut, Stani, das gibt jetzt hier Beef, komm her, du kannst jetzt hier direkt mal... Kannst jetzt hier direkt mal eine abholen? Ey, hör auf jetzt, Junge. Hör auf, zu drücken. Weg. Ja, komm. Okay, wir werden Hide and Seek spielen, suchen und verstecken. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Stani, ich würde sagen, du wirst dich jetzt einfach mal als... Obwohl, soll ich mich als erst verstecken? Weißt du was? Ich werde mich als erst verstecken. Du wirst hier am Anfang warten am Start. Jeder hat jetzt hier 2 Minuten 30 Zeit, um sich zu verstecken. Und dann auch 2 Minuten 30 Zeit, um sich zu finden. Die Zeit läuft ab. Jetzt, Leute. Der Timer läuft. Let's go, Leute. Oh mein Gott, wir sind hier auf dieser Space Race Map unterwegs, ich Leute. Die Sterne. Oh, ja, okay. Fang schon mal an, die Sterne zu zählen. Du bist dann an Weihnachten fertig. Ey, Leute, wenn ihr das Ganze feiert, ich sag jetzt schon mal, lasst... Oh Gott, was mache ich denn hier? Lasst ein Like und ein Abo da, weil dann können wir gerne nochmal Hide and Seek hier ins StumbleGuys machen. Das ist ja heute eine Premiere, das habe ich noch nie gemacht. Aber es gibt hier auf jeden Fall auch viele krasse Verstecke. Vielleicht auch einige, die ihr noch nicht kennt. Aber wir müssen jetzt selbst hier erstmal gucken, Leute. Bro, ich werde dich finden. Du wirst mich niemals finden. Ich werde mich nämlich irgendwo... Ich hab ein Crymix-Sucher da. Aha, ich werde mich in einer ganz fernen Galaxie verstecken. Boah, Leute, ich glaube, hier es gibt ja auch krasse doch, ne? Verstecke, glaube ich, hier auf der Map. Ich meine, man kann ja hier auf jedem kleinen Asteroiden oder wie das Ding heißt, chillen. So, zack, hier schön rüber. Oh nein, reingechoked. Oh, so. Wie lange hast du denn noch Zeit? Was sagt die Zeit? 1:30. Die Zeit sagt 1:30. Ah, okay. Gut. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. So, warte, wir gehen hier lang so. Trick 17. Und jetzt gehen wir nochmal hier lang. Ich weiß, wo du bist. Lass mich raten, du bist ganz am Ende. Da sieht man mich. Ey, Leute, das ist doch hier echt... Hä? Die Zeit muss doch schon vorbei nein, sein. Nein, 13 Sekunden. Okay, Leute, wir müssen... Sekunden. Ich laufe jetzt gleich los, ich sag's ehrlich. Ja, der Timer klingelt doch gleich. So viel der Zeit. Der macht hier Stress ohne Ende, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, der Timer klingelt, du darfst jetzt kommen. Jetzt komm ich. Bro, ich werde direkt mit Topspeed erstmal weiter reinrennen. Weil ich glaube, du bist weit durchgerannt. Oh Gott, ich mache ihn Godrun. Bleib hier. Ich muss hier auf dieser Stelle stehen bleiben. Und dann hoffe ich, dass er mich einfach hier nicht sieht wegen... Boah, Max, ich glaube, du wirst rumheulen. Oh. Siehst du mich zufällig schon? Oh mein Gott, Leute, die Stadis Zeit läuft auch. Der hat auch 2 Minuten 30. Ich weiß, wo du bist. Du weißt nicht, wo ich bin. Du kannst es nicht wissen, wo ich bin. Oh mein Gott, ich sehe dich doch schon. Nein, wo bin ich denn? Ich sehe dich doch schon, Max. Oh mein Gott, nein, was? Wo bist du denn? Stani, wo bist du? Max. Alter, Max. Wo bist du, hä? Wo bist du denn? Hä, wo ist der denn, Leute? Wo ist der denn? Ey. Wo bist du denn, Stani? Ich dachte, du bist so super schnell. Oh, ich habe bei dir jetzt gerade gar nicht die Zeit gestoppt, deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, wann vorbei ist. Ich würde sagen, ich mache einfach jetzt hier mal nochmal einen Zeitstopper für dich. Machen wir einfach 1 Minute 30. 1 Minute ist vorbei. Oh. Nein! Hä, was denn? Er hat mich gar nicht gesehen. Oh nein! Okay, er hat mich gerade gesehen. Ich hab dich in einer halben Stunde hier gesehen, du Noob, Alter. Hä, warum hast du mich denn dann die ganze Zeit gesucht? Hä, man kann ja hier in diese Kristalle rein, das wusste ich gar nicht. Weil ich dich veräppeln wollte, Junge. Wie, du hast mich hier die ganze Zeit schon gesehen? Oh, ich hab mich ja schon da gesehen, ich hab dich einfach nur umgedreht. Du bist ein Noob. Ey, man kann ja hier in die Kristalle rein, das wusste ich gar nicht. Aber okay, jetzt Leute, das heißt, der erste Punkt geht an Stani und jetzt werde ich jetzt hier mal wieder an den Anfang gehen und ihn dann suchen und Stani darf sich jetzt verstecken. Let's go, Leute. So, Leute, jetzt wird's hier in die nächste Runde reingehen. Stani, jetzt musst du dich verstecken. Und ich würde sagen, ich gucke hier wieder in die Weiten. Ja, ich werde hier in die Weiten des Universums sehen. Ich weiß nicht, wo Stani sich versteckt. Ihr seht jetzt hier seine Sicht auch mal eingeblendet, immer mal wieder. Aber ich muss jetzt hier erstmal wieder den Timer stellen, damit das hier auch alles korrekt läuft, Leute. Und zwar hier 2 Minuten 20 hast du jetzt noch. Let's go. 2:20. Ich zähle hier schon mal die Sterne. 1... 2,
3. Aber Leute, in der Zeit, wo ich hier auch die Sterne am Zählen bin, würde ich sagen, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar mein eigenes Buch, jetzt überall erhältlich. Sehr viele von euch haben sich das ja bestimmt schon vorbestellt. Auf jeden Fall danke schon mal für den Support. Bei Amazon ist gerade die Lieferzeit 1 bis 3 Wochen, weil die komplette erste Auflage schon ausverkauft ist. Aber in allen Buchhandlungen in Deutschland gibt es eben die Bücher noch. Also ich weiß zum Beispiel, in jeder Thalia-Filiale in Deutschland gibt es das Buch. Also Leute, wenn ihr es jetzt direkt haben wollt, dann geht in Bücherhandlungen. Ansonsten bestellt es einfach überall, wo es Bücher gibt. Thalia, Amazon, ihr wisst Bescheid. Würde ich mich sehr drüber freuen. Checkt das Buch aus. Stani kommt da unter anderem mit. Ich habe auch schon gelesen. Genau, Stani kommt da auch mit drin vor. Auf jeder Doppelseite sind da Bilder, also wirklich extrem viele Bilder. Wirklich geile Zeichnungen mit auch drin. Checkt das Buch auf jeden Fall aus. Und dann würde ich sagen, setzt den Timer jetzt wieder zurück auf 2:30. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go. Meine Zeit kommt auch. Ich glaube nicht, dass du mich finden wirst. Alter, denkt ihr, dass Stani wirklich... Man kann halt in die Kristalle rein. Das habe ich halt gerade eben noch nicht gewusst. Ja, hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Aber jetzt weiß ich, das heißt, Stani könnte hier in manchen Kristallen... Kann man sich hier auch in die Schilder reinstellen? In die Schilder kann man ja auch rein. Oh, komm, wie er wacht. Ich glaube, er blufft nur. So dumm ist Stani nicht. Ich glaube, der blufft nur. Ich glaube, Stani ist ein kleiner Blöffer. So, geh mal kurz hier rüber. Boah, eigentlich hier in so einem Schild reinzustellen, ne? Das ist auch schon wieder, aber man ist halt ein bisschen zu fett für die Schilder. So, dann schauen wir mal. Geh mal hier mal rüber. So, ist er hier irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Okay, also ich laufe hier, kommt gerade sehr gut durch. Du bist schon an mir vorbeigerannt. Ey, schade, Digga. Schade, dass du immer so eine Psycho-Games machen willst. Aber nicht mit mir, Junge. So, Bro, vielleicht habe ich mich auch schon ganz am Anfang versteckt. Nee, bist du nicht. Vielleicht. Also es könnte sein, dass du ganz am Anfang bist, aber... Nee, ich dachte gerade, da wäre... Also ich habe ja in die Schilder und in die Kristalle da am Anfang reingeschaut, deswegen, ich wüsste nicht, wo du da ganz am Anfang stehen solltest. Aber eigentlich ist es smart, wenn man ein gutes Versteck am Anfang hat, weil wenn man dann durch diese Beamröhren da läuft, dann kommt man ja nicht mal mehr zurück. Also dann ist man eigentlich, sobald der dann an einem vorbei... Digga, ich sehe dich doch hier. Du kleiner Dreckiger, Digga. Bam, hier hat dich erwischt. Bist du dahinter gegangen? Ja, weil ich mal schauen wollte, was dahinter ist. Nein. So, Leute. Stani auch gefunden. In welcher Zeit, Digga? Noch 5 Sekunden übrig. Das war ja easy. Aber das bedeutet, es geht... Du rennst gleich durch. Ja. Da hast du gedacht, dass ich gleich durchrenne. Dann hätte ich dich natürlich nicht mehr gefunden. Weil ich bin auch gleich durchgerannt, deswegen. Ja, nur weil du das machst, heißt ja nicht, dass ich das mache. Aber gut, Leute. Das bedeutet 1:1. Und ich würde sagen, wir machen weiter auf der nächsten Map, Leute. Let's go. So, Freunde, weiter geht's auf der nächsten Map. Wir sind jetzt hier auf Lost Temple. Und Leute, ich kenne ja auch das ein oder andere Secret-Versteck. Einige Secret-Locations. Ich heiße ja nicht Mogelmax, Alter. Aha, okay. Ich guck, hab die Cam nur zum Meer. Auch wenn der Charakter nicht zum Meer guckt, kann ich ja zum Meer gucken. Nein. Doch. Das geht also denkst nicht. Du, mein Charakter sieht dich, oder was? Oh mein Gott, ich hab ein crazy Versteck gefunden. Wie, kann ich dich schon suchen, oder was? Warte. Wenn das so crazy ist, dein Versteck, dann kann ich ja schon loslegen. Warte, ich muss hier noch kurz über was drüber springen. Wie viel Zeit brauchst du so? Oder wir hatten jetzt, ich hatte auch gar keine Zeit jetzt gerade festgelegt, aber ja, ich würde sagen, 1:30 mindestens. Ja. 1:30, weißt du was, ich geb dir sogar 2 Minuten, weil ich korrekt bin. Was? Okay, weil ich korrekt kann ich kommen? Bin. Okay, dann, die Zeit läuft ab jetzt, let's go, 2 Minuten. Okay, 2 Minuten habe ich jetzt, Ich sehe dich doch schon, hier. Kannst mich doch gar nicht sehen. Nee, warte mal. Guck mal, er wird sich direkt hier versteckt haben. Safe. Nee, hä? Okay. Ach, Stani, ach. Bum. Bum. Hier, guck mal hier, wie clean ich hier langlaufe, Junge. Ja, sehe ich gerade nicht. Wow. Oh mein Gott, Leute, wir haben ein richtig gutes Versteck. Feierst du das, ja? Ich feiere mein Versteck. Und denkst du, dass ich es nicht finden werde? Ich denke nicht. Okay. Brauchst auf jeden Fall keine Palmen abzuchecken. Ach so, keine Palmen auf einmal, okay. Ich glaube aber schon, dass du eine Palme bist. Also die Hälfte der Zeit ist vorbei. Oh mein Gott, das ist so ein krankes OP-Versteck, was ich hab. Alter. Hast du mich schon gesehen? Ich hab dich auch schon gesehen. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ey, Bro, ich prank dich aber auch die ganze Zeit hier. Ne? Ich laber wirklich nur eine Scheiße. Ich hab dich nicht gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, was du machst. Ich bin gerade am Bluffen. Ich mache ein bisschen deine eigenen Tactics gerade gegen dich.
Aha. Oh mein Gott, also ihr seht ja gerade, wo Stani rumläuft. Ich sehe ihn nicht. Ey! Hä? Wie, du kannst mich gar nicht sehen, oder was? Jetzt habe ich dich gerade wieder gesehen. 5, 4, 3, 2, 1. Ende! Der Timer hat geklingelt. Weißt du was? Du denn? Komm mal an den Start. Wir treffen uns am Start. Hier bin ich! Wo denn? Hä? Guck mal. Hä? Warte, hier, von hier unten. Ja, nee. Ich habe hier geguckt gehabt. Nee, warte, ich weiß gerade nicht, wie bin ich da gerade reingekommen. So, und dann hier reinlaufen, dann hier so reinlaufen. Nein. Und du standest genau über mir. Man kann hier richtig tief reinlaufen. Krass, Bro, ne? Oh, das ist oh ja so mein unfair. Gott. Punkt an mich, Leute. Ja, und jetzt würde ich sagen, werde ich hier an den Anfang gehen. Und Stani, du hast ab jetzt 2 Minuten Zeit, um dich zu verstecken. Ich werde jetzt hier wieder den Timer stellen. Let's go, Stani. Ist das unfair, Bro. Ja, komm, jetzt heul hier nicht rum, Digga. 3, 2, 1 und Timer hat gebimmelt. Los geht's. Oh, warte, ich muss den Timer natürlich für mich auch wieder hier stellen. 2 Minuten, let's go. Okay, komm. Abfahrt. So, ich werde natürlich wie immer auch selbst mal hier checken, nicht, dass Stani hier so macht und jetzt hier meine eigenen Verstecke hier gegen mich verwendet. Bist du hier am Anfang irgendwo drin? Vielleicht. Das ist halt schwierig, weil ich sehe dich halt nicht. Also ich laufe hier gerade drin rum, aber... Gut, ist halt schwierig, ne? Ich laufe hier gerade rum, aber ich sehe hier niemanden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht hier am Anfang ist. So. Ja, vielleicht. Nein, er will hier diese Psycho-Games machen. Er will hier ein bisschen meine Zeit verschwenden, aber so nicht mit mir, Mr. Stani. Kriller. Junge. Oh, schlecht. Ah, okay. So, dann schauen wir mal hier in diese Palmerino rein. Na, ist er auch nicht drin. Dann schauen wir mal hier rein. Also, Bro, wenn du aber meine Verstecke verwendest, das wäre richtig lost, Digga. Wenn du nicht mal ein eigenes Versteck... Oh mein Gott, wo man hier überall rumlaufen kannst. Hä, man kann hier außen auch voll... Ah, nee, das spawnt man neu. Okay, dachte schon. Oh, schlecht. Oh nein, das kostet hier gerade wichtige Zeit. Ja, ach, du was mache ich denn? Zeit, ne, Max? Ja, ich muss weiter. Wir müssen weiter die Map hier erkunden. Was meint ihr, Leute? Wo ist er? Okay, ihr seht ja, wo er ist, aber ich nicht. Oh... Hier in der Palme ist er auch nicht drin. Wo bist du, Junge? Hast du mich schon gesehen? Nee. Mich noch nicht gesehen. Doch, ich sehe dich. Du springst gerade über die Dinger darüber. Hat er mich gesehen? Kann man hier an die Seite gehen? Nee, da spawnt man neu. Schade. Also gehst du gerade in die falsche Richtung? Ja, das sag ich. Gut, auf das, was der hier sagt, darauf kann man ja eh nicht vertrauen. Bist du schlecht. Oh mein Gott! Und in dem Moment, wo ich dich geboxt habe, hat der Timer geklingelt. Krass. Was? Krass, das heißt. Nein, ich hätte mich nur oben verstecken müssen hier. Punkt für mich. Nein. Das heißt, Leute, ich gehe mit einem Punkt in Führung. Aber Stani, du kannst noch den Ausgleich holen auf der nächsten Map, Leute. Aber let's go. Du wärst fast an mir vorbeigerannt. So ein Ding wäre das. Ja, hätte Fahrradkette. So, Freunde, wir kommen auf die dritte Map und zwar Lava Rush, Leute. Ich bin gespannt. Ich gehe auf jeden Fall in Führung. Stani, weißt du was? Du wirst jetzt hier am Anfang mal wieder warten und ich werde mich jetzt verstecken. So. Ach, Mann, oh, ich wollte mich schon verstecken. Nein, ich werde mich jetzt hier verstecken und weil das hier natürlich ein bisschen eine schwerere Map ist, würde ich sagen, wir machen hier 2 Minuten zum Verstecken. Let's go. 2 Minuten. 2 Minuten. Der Timer läuft ab jetzt hier, glaube ich. Läuft der? Ja, der läuft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. So. Okay, ich hoffe aber doch, dass du den Parcours gut kannst, ne? Ja, ich hoffe auch. Oh mein Gott, Leute. Das ist auch so eine eklige, schwierige Map. Ich mag die gar nicht hier, diese Lava-Map. Muss man immer aufpassen mit der Lava. Ich muss auch sagen, die Verstecke sind hier sehr begrenzt. Sollen wir uns... Ich kenne sie alle. Nein, da kann man nicht hinstellen, weil da kommt die Lava. Oh Mann, ey, die Verstecke, also ich weiß nicht, ob ich hier so ein 5 Milliarden IQ-Versteck schaffe. Ich weiß es nicht, Leute. Und hopp, nein. Oh, Max, ich hab dich. Du kannst mich noch gar nicht haben. Ich seh dich doch schon. Lass mich raten. Und hier kommt Lava hin. Hinter einem Vulkan versteckt. Nee. Oder ganz am Ende. Das ist echt schwierig hier. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie meine Zeit aussieht, weil ich bin hier gerade voll fokussiert. Guck mal lieber auf die Zeit, weil ich glaube, du hast nicht mehr lange. Ich bin hier gerade voll fokussiert. Ich kann nicht mal mehr auf die Zeit schauen. Das sind noch die letzten Sekunden, die hier übrig bleiben, Junge. Oh, Mann. Das ist so schwierig, hier ein gutes Versteck zu finden, Leute. Was ist denn hier los?
So. Los. Okay, können wir uns hier so reinstellen? Ey, nein, das... Ey, Leute. Leute, ich heul hier gleich. Komm, Max, wie viel Zeit hast du noch? Kein geisteskrankes Versteck gefunden. Wie viel Zeit? Drei. Wie viel Zeit? Nein, warte. Ich komm jetzt. Ey, die Zeit, das hat doch noch gar nicht geklingelt. Ey, die Zeit ist ich höre das doch, wenn es klingelt. Ich glaube, Zeit ist vorbei. Digga, du willst dich hier richtig hektisch machen, ne? Er will mich hier richtig... Taktik. Du und deine Taktik, Mektik. Zeig dich. Okay, hat geklingelt. Ich habe. Und es läuft direkt los, deine Zeit. Oh Gott, zwei ich Minuten dich ab jetzt. Du kannst mich durch, Digga, er labert ein Ding hier, einen Stuss. Okay, es sind jetzt 1 Minute 50. Okay. Und wie würdest du dein Versteck einstufen? Ich würde mein Versteck auf. Ja, schwierig einstufen. Auf. Also zu finden, schwierig. Nee, ich bin nicht zufrieden mit dem Versteck, aber ich habe in der Zeit nichts Besseres gefunden. Okay, dann denke ich mal. Nein! Oh Gott, Bro. Hat dich die Lava etwa erwischt, Stani? Nee, hat sie nicht. Da hast du dich wohl verguckt. Anscheinend musst du denn noch weiter hinten sein. Danke für den Tipp, Max. Nein. Das ist eine Lüge. Lüge gibt eine Rübe. Das gibt eine Rüge. Okay, also jetzt 1 Minute ist vorbei. Rüber. Nee. Aua, nein, ey, das gibt's. Hä? Was war das denn? Wie lange 55 hab ich Zeit? 2 Sekunden. Ne? Na, Max, hast du schon Angst? Etwas? Oh, bist an mir vorbeigelaufen. Na, Max? Wo bist du? Ich seh dich doch schon. Ich hab dich ja schon gesehen. Ich hab dich mal erwähnt, oh Junge. Mann, ey. Oh Mann. Mit dir. Okay, Leute. Stani hat mich gefunden. Punkt für ihn. Aber, easy. Leute, ich gehe jetzt an den Anfang und jetzt werde ich mich jetzt mal hier suchen, Leute. Let's go. So, Max. Bist du bereit? Ich bin bereit und ich werde jetzt hier beziehungsweise auch doch suchen und warten. Und du kannst dich jetzt hier mal verstecken. 2 Minuten ab jetzt, Stani. Okay. Let's das Ding ist, du sagst, hier gibt es keine guten Verstecke, aber hier gibt es Baba-Verstecke. Weiß ich jetzt ja nicht. Weil man kann sich mich in der Lava verstecken auch. Ach. Ja. Das habe ich ja noch nie gehört, dass man sich in der Lava verstecken kann. Ich habe nämlich eine Hacker-Taktik. Okay. So, Stani versteckt sich jetzt hier. Und, ja, ich sag dir, oh mein Gott, was habe ich hier für ein Versteck? So, Stani, deine Zeit jetzt gleich die Hälfte vorbei. Ja. Und hast du schon was oder hast du noch nichts? Ja, warte mal noch kurz ab hier. Also ich vermute, entweder Stani wird hinter einem Vulkan sein oder er wird ganz am Ende, wo ich war, hinter der Ziellinie sein. Weil an vielen anderen Orten kann man sich hier nicht verstecken. Außer er hat jetzt auf einmal so ein krankes OP-Versteck gefunden. Okay, ja, ich bin right. Okay, dann ich mach wieder 2 Minuten Timer ab. Jetzt die Zeit läuft, Leute. Ich sehe dich doch schon da hinten, Digga. Lol. Was? Digga, wie los bist du? Mann, hä? Digga, Bro. Das sehe ich vom Start aus schon. Hey, Digga, ja, okay. Komm, stell dich doch mal. Obwohl, nee, der Punkt geht auf jeden Fall auch wieder an mich. Was? Hey, ich will mich nochmal verstecken. Was laberst du? Ja, komm, dann versteck dich nochmal. Ey, also das war ja lost. Ich drehe mich um und sehe dich direkt. Komm, Stani, Leute, wir machen hier kurz einen Cut. Stani, versteck dich nochmal, ey. Also das ist ja nichts gewesen hier. Okay, Bro, ich bin bereit. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich stelle hier wieder meinen Countdown. Mal gucken, ob ich jetzt hier... Bro, wenn du mich nicht findest, kriege ich aber einen extra Punkt. Nein, warum denn? Du solltest mir einen extra Punkt geben, weil ich dir hier nochmal eine Chance gebe. Auf Ehre, komm. Ja, okay, von mir aus. Bin eher einen Punkt vorne. Alles gut. So, wo ist er denn, der kleine Stani-Bunny? Stani-Bunny? Ja, Bro, scheiße, ich hab das schon mal vorher gefunden. Bist du jetzt in einem krassen Versteck, oder was? Bro, ich bin jetzt nicht in einem krassen Versteck. Also ich sag dir echt, ich finde das mich hier niemals. Hä? Ich würde es hart auf hart sagen, also deswegen, ich krieg eigentlich einen Bonuspunkt. Oh. Also wenn du mich hier findest, dann... Bin ich schon an dir vorbeigelaufen? Ich sehe nichts, keine Ahnung. Okay, das heißt, er ist in der Wall drin. Er ist in der Wall drin. Okay, es gibt irgendwo eine Stelle, wo man in eine Wand reingehen kann. Und er war relativ schnell gerade versteckt. Das heißt, er kann
nicht super. Aber du hast gesagt, du gibst dir einen Bonuspunkt, hast du gesagt. Ja, habe ich leider gesagt. Wenn du mich jetzt nicht findest. Okay. Wo ist er denn jetzt hier? Geil. So, wie ich das gefunden habe, also das war auch. Ey, Mann, er hat wirklich ein krasses Versteck gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Let's go! Und er muss aber hier irgendwo in dem vorderen Bereich sein. Vielleicht wurde ich aber auch zurück teleportiert, weil ich in Lava gefallen bin. Wer weiß. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Was? Nee, weißt du nicht. Doch, warte mal. Ich bin hier gerade auch irgendwie. Irgendwie bin ich hier gerade in den Boden reingekommen, aber. Wie ging nein, das denn? Nein, da bin ich nicht. Das ist der Lava-Boden, da fällst du einfach durch, Bro. Nein. Von Stein bin ich hier gerade. Das ist so ein heftiges Versteck. Wie bin ich denn jetzt hier gerade in diesen Boden reingekommen? Warum komme ich denn jetzt nicht mehr rein? Ich bin gerade eben. Ich bin selber nicht da hingekommen. Ich hab's einfach getried. Okay, warte. Der Timer ist jetzt abgelaufen. Ich habe also jetzt erstmal einen Bonuspunkt wieder, ne? Warte ganz kurz. Ich will wissen, ob das da war, wo ich gerade drin war. Nein, komm ganz zum Anfang zurück, Hä, aber Bro, okay, egal. Komm ganz zum Anfang. Ich komm zum Anfang. Guck mal, hier, siehst du mich? Guck mal, ich spring hier unten. Nein. Ja. Oh mein Gott, da hinten kann man hin. Okay, Bro, das ist strong. Ich wusste das auch nicht. Hier das unten ist strong. Das heißt, Leute, Stani bekommt einen Bonuspunkt. Warum habe ich das gesagt? Und das bedeutet. Bro, das hast du niemals gefunden da unten. Nein, das ist echt krass. Ich wusste nicht, dass man hier hin kann. Alter, ich was für ein Versteck. Ich bin zufällig dahin gejumpt. Was für ein Versteck. Das bedeutet aber, Leute, es steht jetzt Gleichstand. Und deswegen würde ich sagen, damit wir heute hier einen Gewinner ermitteln, machen wir jetzt nochmal eine kleine Entscheidungsmap. Eine ganz saftig schnelle Runde. Let's go. Weißt du was, Stani? Jetzt habe ich mich mal zuerst versteckt. Okay, versteck du dich mal zuerst, Leute. Wir werden jetzt hier warten. Stani wird sich verstecken. Ich würde sagen, wir machen 2 Minuten hier wieder. Obwohl, nee, weißt du was? Wir machen eine Blitzrunde. 1:30. Was? Du kannst jetzt kommen. Okay, gut. Oha, Ehre. Er hat ja voll schnell ein Versteck. Dann würde ich sagen, auch nochmal 1:30. Countdown jetzt für mich. Let's go. Okay. 1:30. Okay. Ba, 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 ba. Also ich... La, 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 la. Glaube, kann man nicht irgendwie hier in diesen Ding auch so rein sich preachen? Okay, keine Ahnung. Wir gucken mal, ist er hier bei einer Kanone oder sowas? Chillst du hier bei einer Kanone, Stani, hinten dran? Ich glaube nicht. Vielleicht. Nein. Wo ist Stani? Stani, bist du hier irgendwie hinter so Dingern? Und hoffst, dass ich schnell dran vorbeirutsche? Oh, da bist du hier! Oh, hättest du mich mein gesehen? Gott. Nee, ich hab dich nur erst, als du rausgekommen bist. Aber ich hab hinter jedes Ding hier geschaut. Nein, ey, oh. SU ist einfach an die Dinger vorbeigedingst. Ja, Digga, ich bin auch nicht so ein Huhn wie SU, ey. So, Mann. Okay, weißt du was? Stani, du wirst dich jetzt hier suchen und ich werde mich jetzt hier verstecken. Let's go, Leute. Ja, okay, ich geh zurück zum Anfang. Okay, Stani, damit es natürlich fair ist, habe ich jetzt auch 1:30 Zeit. Let's go, gucken die Wolken. Oh, du hast ja so einen Stinkeschleim hinter dir, das sicher jetzt erst. Ja, ich bin hier der Stinker, Junge. Bro, du stinkst die ganze Karte voll, die ganze Icy-Hide. So, okay, Leute, wir brauchen jetzt hier ein richtiges 5000 IQ-Versteck, weil wenn Stani mich jetzt nicht findet, dann wäre das heute der Sieg für... Oh Gott. Dann wäre das heute der Sieg für die Runde. Die Map ist schwierig. Ja, sehr ja, also ich wüsste jetzt hier auch nicht wirklich ein Versteck, um ehrlich zu sein. Lass mich raten, versteckt sich hinterm Ziel. Nee. Doch. Okay, ich bin jetzt versteckt. Kannst kommen. Okay. Ja. 1:30 ab jetzt. Sagst du krasses Versteck? Ja. Und ist nicht hinterm Ziel? Nee. Schwör. Okay. Aua. Okay, kommst du schon? Hast noch 1:16. Also bist du schon mal nicht am Anfang, das ist schon mal gut. Also ist er schon mal nicht am Anfang. Ja, bin ich auch nicht. Oh mein Gott, Leute. So, hinter die Dinger alle gucken. Zack, guck mal, ich weiß das schon vorher. Dani, Buddy. Bro. Oh Mann, ey. Ey, ja, okay. So schlecht. Mann. Ich würde sagen, Leute, das war ein Unentschieden hier in Stumble Guys Hide and Seek. Leute, wenn ihr es gefeiert habt, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut da rein, Leute. Euer Crymix.